Mit einer tiefen innerlichen Trauer nehme ich die Welt um mich herum wahr. In mir spricht etwas. Das ist das letzte Mal. Du hast dein Leben hinter dir. Seit Tagen umtreibt mich diese Schlaflosigkeit. Ich finde keine Ruhe. Irgendetwas tickt in mir. Ich tigere durch die Wohnung, litt unter Brustdruck und Herzschmerzen. Die Arbeit im Büro fällt mir schwer. Ich hatte das Gefühl, ein Computer zu sein, dessen Programm abstürzte. Ich gehe durch den Park wie eine Marionette. Die Gesichter der Menschen wirken fern und fremd. Ich gehöre nicht zu ihnen. In meinem Kopf jagten die Gedanken, du hast dein Leben ausgeschöpft. Diese beängstigenden Gedanken sind Ausdruck der depressiven Symptome, die Patienten quälen und im Befund dokumentiert werden. Momentaufnahmen aus Gesprächen, aufgenommen im Asklepios Fachklinikum Lübben. Eine Klinik, die das gesamte Spektrum psychiatrischer und psychotherapeutischer Therapien für Erwachsene bietet. Ein Schwerpunkt ist die Behandlung von Depressionen. Die Depression. Die Depression ist eine psychische Störung. Typisch für sie sind gedrückte Stimmung, negative Gedankenschleifen und ein gehemmter Antrieb. Häufig gehen Freude, Lust, Empfinden und Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen und das Interesse am Leben verloren. Diese Symptome senken deutlich die Lebensqualität. Wie schwer die Einschränkungen für die Betroffenen sein können, spiegelt das umfangreiche Leistungsangebot der Klinik in Lübben wider. Mit Beginn einer stationären Therapie wird der Patient von einem multiprofessionellen Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern und Pflegern betreut. Meine Aufgabe ist es eigentlich, allen Patienten zu vermitteln, wir sind ein Team und alle, die mitarbeiten an der Genesung, versuchen ihren Input zu geben. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, die ich gerne vermitteln möchte auch. Haben wir an alles gedacht? Haben wir die leitliniengerechte Therapie tatsächlich durchgeführt? Wirkt sie schon? Müssen wir was ändern? Das heißt, die Botschaft für den Patienten ist, wir sind alle daran interessiert, sie zu unterstützen. Sie müssen allerdings auch ihren Teil machen. Faust können Sie aufmachen. Deshalb laufen verschiedenste Therapien parallel. Nach dem Abklären möglicher körperlicher Symptome durch Blutentnahmen, Laboruntersuchungen und EKG folgen intensive Gespräche mit Psychologen. Ziel hier, der Patient soll zuerst einmal Verständnis für sein Verhalten und die Erkrankung entwickeln. Das Grundproblem dabei ist, dass wir zunächst erst einmal schauen müssen, wie kriegen wir einen Zugang zum Patienten. Das heißt, wie ist seine Lebenswirklichkeit? Das können wir häufig anders sehen, aber trotzdem müssen wir uns erst einmal klar machen, jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigene Wahrnehmung. Es wäre nur schön, wenn wir dann perspektivisch miteinander so ins Gespräch kommen können, dass sich eine Bereitschaft erzeugen lässt, wenigstens manche einzelne Punkte zu hinterfragen. Dass die eigene Wahrnehmung aufgrund der Krankheit getrübt ist, zeigen Probleme bei der Bewältigung des Alltags. Hier helfen während des Klinikaufenthalts Sozialarbeiter. Ungeöffnete Rechnungen, Mahnungen, Briefe sind Zeugnisse, Gründe und Folgen einer akuten Lebenskrise. Es ist wichtig für eine erfolgreiche Therapie, diese Abwärtsspirale zu stoppen. Das ist natürlich der Inhalt mitunter wirklich brisant. Das kann sein, dass man plötzlich sozusagen vor der Situation steht, die Wohnung räumen zu müssen, weil die Miete nicht gezahlt wurde oder dass der Strom weg ist. Die Inhalte oder das, was da sozusagen mit der Post kommt, die haben ja schon eine Auswirkung auf das Leben und zwar mitunter wirklich verheerend, also in einem recht großen Ausmaß. Zeichen einer depressiven Krise sind zudem Lustlosigkeit und fehlender Antrieb. Um hier zu motivieren, bietet die Klinik eine Vielzahl ergotherapeutischer Angebote. Von Sport über Entspannungstherapie bis hin zu Kunst- und Zeichenkursen, Musiktherapien und Töpfern. Der Patient soll wieder selbst entscheiden können, was für ihn sinnvoll ist und was ihn interessiert. Also eine ganz grundlegende Erfahrung für unsere depressiven Patienten ist, dass allein das Tätigwerden, das handlungsorientierte Arbeiten in einer Gruppe, also das Zugehörigkeitsgefühl auch in der Gruppe, das zu erleben, das bringt dem Patienten in dem Moment schon eine momentane Verbesserung seiner persönlichen Befindlichkeit und ist eigentlich für diese Menschen schon ein recht großer Erfolg. Womit kann ich Ihnen denn helfen? Was ist das? Dass Angehörige von den Auswirkungen einer Depression im Alltag häufig ebenso stark betroffen sind wie der Patient selbst, ist nicht selten.
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Therapie unablässig, Gespräche mit dem engsten familiären Umfeld zu führen. Gespräche, die zudem eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Rückführung in die häusliche Umgebung sind. Also zum einen wird es für den Angehörigen leichter, wenn er weiß oder die Möglichkeit hat zu erfahren, wie der Krankheitsverlauf sein kann, was er letztendlich erwarten kann und vor allen Dingen auch, wie lange sowas dauern kann. Das, denke ich, ist immer so das Erste zu hören, ist der jetzt für immer krank oder ist das eine zeitlich begrenzte Angelegenheit oder mit welchen Krisen und Rückfällen muss ich rechnen. Manchmal geht es auch um mehr organisatorische Dinge, wie organisieren wir jetzt den Alltag, wenn einer krank ist, auf Dauer krank bleiben wird. Und oft bringen die Angehörigen einfach auch Fragen mit. Meistens die Frage, wie kann ich anders mit meinem Angehörigen zukünftig umgehen? Worauf muss ich achten? Woran könnte ich merken, dass es sich die Situation sich wieder verschlechtert? Wie beuge ich Rückfällen vor? Das ist in der Regel das, was wir meistens versuchen, im Vorfeld schon gut abzusprechen. Unterstützend setzen die behandelnden Psychiater Medikamente ein. Medikamente sind letztendlich Mittel, die uns auf der biochemischen Schiene körperlich einen Zustand verändern, der die Voraussetzung darstellt, dass ich das dann auch besser wahrnehmen kann. Medikamente verändern Stoffwechsel, sind in der Lage, zum Teil durch Erkrankungen verschobene Stoffwechselzustände wieder zurückzuführen, können aber immer nur als Unterstützung gewertet werden. Da eine Depression vielfältige Ursachen haben kann, ist es wichtig, von der körperlichen Untersuchung bis hin zu Gesprächen mit Psychologen und ergotherapeutischen Maßnahmen die gesamte Palette an Diagnose und Hilfsangeboten zu nutzen. Hierbei unterstützen Sie erfahrene Experten im Asklepios Fachklinikum Lübben, damit es Ihnen schnell und dauerhaft besser geht.